Direkt vor Fabio Wippmers Haustür. Diese Kirche war nämlich bei Wippmers Law dabei. Auch damals ist er hier gegappt. So Leute, wir sind jetzt in Innsbruck und zwar direkt vor Fabio Wippmers Haustür. Also er ist zwar umgezogen, aber das ist es. Da oben ist das Dach, da hinten ist dann der Garten. Ich verpixel jetzt natürlich alles, aber hier wohnen jetzt auch andere Leute. Jo Leute, vielleicht kennt ihr diese Kirche, die waren nämlich bei Wippmers Law dabei. Und wir sind jetzt irgendwo da hinten so einen Berg ewig lang runtergeguckt und sind jetzt tatsächlich in Innsbruck gelandet. Und wir checken jetzt hier ein paar Spots ab. Leute, das sollte euch allen ein Begriff sein. Das ist nämlich der Landhausplatz in Innsbruck. Und da filme ich jetzt ein bisschen was. So, ich fahre jetzt zu einem bekannten Gap. Das müssten auch sehr viele von euch kennen. Mal schauen, ob ich mich auch traue, das zu springen. So, das sind jetzt hier diese bekannten Treppen. Viele werden sie kennen. Hier diese Unterführung. Da das Gap. Da ist Fabio Wippmer auch mal hochgesprungen. Da runter und so. Und auch damals ist er hier gegappt. Jo Leute, ich fahre jetzt gerade von Innsbruck wieder zurück zum Campingplatz und jetzt habe ich hier einfach so ein Lost Place gefunden. So ein verlassener Ort, das sieht einfach aus wie mitten in der Pampa.